Hier ist Ranja und wir spielen heute Paintball Warfare auf Hypixel. Habe ich schon mal gespielt? Nein. Weiß ich, was ich tue? Nein. Denke ich, dass es kein Problem sein sollte? Ja, ehrlich gesagt schon. Wir gucken mal. Und zwar, Spielbeschreibung. Es ist ein Shooter mit Schneebällen und zwar ein Hit tötet und wenn man eine Killstreak hat, dann ist es in irgendeiner Weise gut. So, liebe Freunde der Nacht. Ich muss den Gegner erwischen und ich möchte Killstreaks. Okay, wir sind das rote Team. Es gibt das rote Team gegen das lila Team. Das rote Team hat aber weniger Leute. Das ist schon mal ein Nachteil. Oh Gott, nein, ich wurde getroffen. Das ist nicht schlimm. Ich kann Diamanten sammeln, was mir nichts bringt. Okay, alles klar. Lass mich erstmal kurz... Man hat halt nur ein Herz. Das heißt, wenn man von einem Schneeball getroffen wird, dann ist man dead wie... ganz dead. Ich sehe keine Gegner. Woher kommt der denn? Okay, andere Frage. Gibt es einen Shop? Ja, hier gibt es zum Beispiel Killcoins. Und dafür kriegt man was und dann kann ich was kaufen. Alles klar. Bringt mir das was? Nö. Kann ich davon irgendwie einen Vorteil ziehen? Auch nö. Habe ich relativ viele Schneebälle? Alter! Wo sind die denn die ganze Zeit? Ich weiß... Ah, hier ist ein Lilaner. Hier ist ein Lilaner. Da sind die Lilaner, die raiden uns. Ich habe bis jetzt noch keinen erwischt. Ich habe eine Killcoin. Ist das richtig? Ist das eine Killcoin? Nö. Killcoins null. Alter, das ist voll schwierig. Meine Katze läuft durchs Bild. Ich bin doch nur im Spawn, Kinderchen. Ich bin gestresst. Sau schwer. Die Lilanen dominieren uns. Ich bin in einem schwachen Team. Die Lilanen! Die Lilanen! Die Lilanen. Okay, wir haben noch 99 Punkte. Das heißt, ich nehme mal an, wir dürfen noch 99 mal getroffen werden. 91 jetzt nur noch. Hier ist ein Lilaner. Hier ist ein Lilaner. Den kriege ich nicht. Doch, ich habe schon einen erwischt. Ich habe schon einen erwischt. Das heißt, ich habe eine Killcoin. Krass, ich bin ja so ein Biest. Es ist ein ganz schön wildes Durcheinandergeschießen und ich habe das Gefühl, die bauen sich hier einfach als Wand auf. Und ich weiß ganz ehrlich nicht ganz, wie man das gewinnen soll. Aber jetzt bin ich wieder da. Es ist ein Paintball-Spiel. Also es macht Sinn, dass es ein Gewusel ist. Da habe ich einen. Ich habe einen. Tee habe ich. Oh nein, da hat mich jemand erwischt. Ich wurde von Unif erwischt. Zwei Killcoins. Kann ich mir für zwei Killcoins schon was holen? Oh, nice! Ich habe Blindness für, was? Ich kann es nicht machen? Wieso nicht? Okay, ist nicht schlimm. Ich spare auf meinen dritten Killcoin. Ich spare auf meinen dritten Killcoin. Den brauche ich. Den brauche ich essentiell zum Gewinnen. Das weiß jeder. Hier versteckt sich jemand. Smart. Ich verstecke mich mit. Hier hinten ist einer. Da hinten ist einer. Den habe ich. Habe ich den? Hat den irgendjemand anders? Der ist weg. Der ist einfach weg. Okay, es gibt diesen Triple Shot. Der ist wohl ziemlich OP. Oh Gott, nein. Impact in 2, 1. Was passiert? Ich bin so verwirrt. Wir haben nur noch 21 Punkte übrig, Leute. Ich habe jetzt das Ei geholt. Nee, habe ich nicht. Wieso kann ich das Ei nicht holen? Ich verstehe das nicht. Leute, ich bin so verwirrt. Von wo werde ich getötet? Quietsch, quietsch, quietsch. Da hinten ist ein Schlag gewesen. Ich glaube, die Impacts sind eher gut für uns. Aber ich glaube, die haben... Okay. Hm. Die Lilanen haben gewonnen. Das ist nicht schlimm. Aber ich bin jetzt trainiert und weiß, was ich tun soll. Okay, es ist ganz klar, was getan werden muss. Und zwar ist das Paintball-Spielen... Es ist nicht meins, ja? Aber Quakecraft. Ich sag euch, das ist es. Huch, da wurde ich erwischt. Da wurde ich erwischt. Hey, entschuldigen Sie mal bitte. Entschuldigung. Okay, ich muss jetzt hier strategischer spielen. Oh, da hat mich jemand, da hat mich jemand. Man muss halt immer hinter sich gucken. Den habe ich. Den habe ich, den habe ich. Ich bin bis jetzt besser in diesem Spiel. Okay, den habe ich auch. Bin Beast. Nee, der ist unsichtbar. Ah, ich bin so gut. Minecraft-Shooter, man kennt's. Das klassische Spiel, was man spielt, wenn man nicht weiß, was man sonst tun soll. Oh, da ist jemand, der rennt unsichtbar. Da sehe ich mich. Das Ding ist, ich habe ein bisschen Angst, dass irgendjemand von hinten einfach kommt und mich abschießt. Das heißt, ich muss hier ein bisschen auf der Hut sein und ab und zu mal nach hinten gucken. Nicht, dass ihr euch fragt, was tut sie da. Aber es ist hier zum Beispiel, wäre jemand hinter mir gewesen, hat mich auch erwischt. Aber ist nicht schlimm, denn ich renne jetzt wie so ein Wahnsinniger los, um meine Rache zu... Au! Ey, da war schon jemand mehr. Da war schon wieder jemand hinter mir. Ich glaube, ich muss einfach immer hinter mich gucken. Aber dann ist die Frage, ist es nicht vor mir? Was ist hinter mir? Was ist vor mir? Fragen über Fragen. Den habe ich, den habe ich, den kleinen.
Bam. Man muss nicht mal super akkurat schießen. Das ist relativ. Oh mein Gott, den habe ich gesniped. God damn. Oh Gott, da hat mich jemand erwischt. Ey. Hier geblieben. Oh Gott, ich habe nichts mehr. Wer hat gewonnen? Ich habe nicht gewonnen. Wieso habe ich nicht gewonnen? Wie viele Punkte habe ich? 6. Wie viele hat der erste? 30? Oh. Nee, 25. Trotzdem. Oh. Ja gut, das war... Und ich würde sagen, das war's auch schon mit diesen zwei überragenden Shooter-Spielen auf Minecraft Hypixel, wenn ihr sie selber spielen wollt. Es ist auf Hypixel. Ich habe das Gefühl, es schreibt jedes Mal, wenn ich irgendwas auf Hypixel spiele, selbst wenn ich 20 Mal dazu sage, Leute, ich bin heute auf Hypixel und spiele Build Battle. Ronja, wo spielst du Build Battle? Ronja, wo spielst du Master Builder? Das ist das Gleiche. Aber egal. Es ist Fragen aber, Leute, deswegen sage ich es jetzt nochmal so explizit. Übrigens, kurzer Werbeplug, weil ich jetzt ab und zu nochmal die Frage gekriegt habe, Ronja, wann hast du einen Shop? Hast du eigentlich einen Shop? Ich habe einen Shop, ich bewerbe es nicht so aggressiv wie, vielleicht andere Leute, aber ich habe einen Shop, der steht auch ganz oben in der Beschreibung, es ist richtig, Ronja.com, und wir haben jetzt einen Rucksack, also falls ihr neu in die Schule kommt oder einen neuen Rucksack braucht, es gibt den Rucksack und da ist so ein Einhorn-Design drauf. Und den gibt es in verschiedenen Farben, zum Beispiel in Gelb, okay, jetzt sieht man es gerade gar nicht, aber in Gelb oder in Blau oder halt in so verschiedenen Dingstönen, ansonsten halt noch T-Shirts, Hoodies, Mäppchen. Was man halt so kennt. Also, falls es euch interessiert, dann schaut in der Beschreibung auf www.richtigronja.com vorbei. Würde mich sehr freuen. Oh, falls ihr noch andere Shooter habt, die ich ausprobieren soll, dann schreibt es in die Kommentare oder andere Hypixel-Modi. Ich habe hier oben nochmal, ich habe hier an der Seite nochmal das Video verlinkt, wo ich Vampires spiele. Das ist ebenfalls ein Hypixel-Modus. Das fand ich eigentlich echt nice, das Spiel. Also, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt an. Und falls ihr was komplett anderes sehen möchtet, habe ich hier unten mit Tops eine Nicht-Lachen-Challenge gemacht. Das war eigentlich sehr witzig. Also, falls ihr sowas gerne schaut, dann schaut hier vorbei. Ich zeige auf mein Mikrofon, aber da wird noch was eingeblendet werden. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt und neu hier seid, abonniert gerne den Kanal. Falls ihr nicht neu hier seid, aber noch nicht abonniert habt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das könnt ihr hier tun. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bis morgen. Ciao!